Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Liberty. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben und ich dachte so, okay, mache ich jetzt die Mission noch und dann habe ich gedacht, nee, komm, heb es fürs nächste Mal auf. Ist vielleicht nicht immer so eine gute Idee. Aber wir mussten leider. Die Zeit war heute halt knapp. Und ich sag mal so, hey, ihr seid wieder da. Also somit interessiert es euch ja auch. Und, oh, da kommt gerade ein schönes Testobjekt für unsere Pfeile. Ja, Mücke hat dich gestochen, ne? Okay, ich muss mal ganz kurz Escape drücken, weil, ja, wir haben mal wieder eine Ladesituation und die kann ich Gott sei Dank damit umgehen, so ein klein wenig. Excuse me. Ich mache auch nettererweise heute mal einen kleinen Cut an der Stelle dann eventuell. Sollte es halt lange dauern, ansonsten sehen wir uns gleich wieder direkt. Okay, ganz kurzer Cut. Bis gleich. So, da bin ich jetzt wieder. Jetzt hat sich auch wieder beruhigt. Ich werde wahrscheinlich immer das machen, dass ich dann kurz ins Menü gehe. Und dann notfalls halt einfach sage, okay, ich überspringe das so dann in dem Prinzip. Aber sollte es halt dennoch nicht immer funktionieren oder halt immer irgendwelche anderen Probleme auftauchen, werde ich sogar komplette Parts einfach umschnippeln. Heißt, es kann sein, dass zum Beispiel aus zwei Parts auf einmal ein werden. Dann nicht wundern, wenn dann ich mich eigentlich so Richtung Verabschiedung bewege und dann aber auf einmal doch nicht verabschiede. Kann halt mal passieren. Und wir haben jetzt eh nochmal den Punkt. Ihr seht das ja, ich bin mitten in der Luft stehen geblieben. Ich kann hier auch erst Cape drücken, wie ich lustig bin. Von daher mache ich jetzt noch einen zweiten Cut. Tut mir auch da wieder an der Stelle leid. Aber ich kann halt nichts daran ändern. Es ist das Spiel. BZW, mein PC ist einfach auch nicht gerade mit mir auf grünen Daumen, ne? So könnte man sagen. Keine Ahnung. Von daher würde ich sagen, man sieht und hört sich gleich wieder, wie gesagt. Kurzer Cut. Bis gleich. So, jetzt hoffe ich, dass es jetzt aufhört. Ich weiß auch mit den Cuts, dass es halt nervig ist. Alter. Moment. Geht denn das Menü auch sofort auf? Es geht sofort auf. Eventuell muss ich gleich einen, ja, richtigen Umbruch machen, aber da das die letzte Folge für heute ist, möchte ich das eigentlich ganz gerne vermeiden. Also für heute, die ich aufnehme. An dem Tag, wo ich das aufnehme. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Ihr gebt den Fluss auf. Oder wir nehmen ihn uns. Oder ihr leidet, bevor ihr sterbt. Drei Möglichkeiten also. Ihr wollt mir drohen? Ihr Brackwasserparasiten habt ihr nicht mehr zu melden als die Mistkäfer. Ihr hört besser auf die Lady. Wir sind in der Überzahl. Sieh dich um, alter Mann. Deine Lakaien fliehen beim ersten Anzeichen von Ärger. Ei, aber diese Lady allein könnte es mit einer Armee aufnehmen. Und der Sumpf ist auch nicht euer Freund. Wenn du nur wüsstest, wenn du nur wüsstest. Okay. Kurz plündern mal eben. Da drüben ist noch einer und da ist einer. Ich will eigentlich ganz gerne den noch vorher wegräumen. Wenn möglich. Da
Das heißt, nochmal hier runter. Und nochmal hier lang. Ich hab sie verloren. Sie ist weg! Okay, das war jetzt leider akut. Da ging nichts anderes mehr, also... Und jetzt noch zu guter Letzt den da ganz hinten. Oh Gott. Das kostet alles so viel Zeit. Entwischt mir! Wer zum Teufel bist du? Zeigt ihr so eure Dankbarkeit? Ich bin kein Feind, wenn ihr das fürchtet. Ich fürchte nichts. Mein Name ist Aveline. Ich suche den Anführer dieser Männer. Er nennt sich selbst François Macandal. Du suchst ihn? Was willst du? Ihn erlösen. Ah! Eine Frau ganz nach meinem Geschmack. Ich heiße Roussillon. Meine Komplizin ist Elise. Obwohl man ihr schon andere Namen gab. Helft mir, ihren Stützpunkt zu finden. Niemand kennt diese Gewässer so wie ihr. Im Gegenzug stelle ich das Gebiet wieder unter eure Kontrolle. Wir haben Jahre der Arbeit in dieses Lager gesteckt. Wozu würden wir deine Hilfe brauchen? 4 Gründe liegen dort. Wollt ihr eure Waren nicht ungehindert transportieren? Wenn du glaubst, da wäre nur ein Stützpunkt, brauchst du mich wirklich. Die Kerle sind überall, wie das Sumpfgas. Dann sind wir einig. Elise hilft dir, die Taugenichtse zu finden. Das ist doch immerhin mal was, ne? Na gut, dann, nachdem das ja hier kein Sperrgebiet mehr ist, nutze ich mal die Möglichkeit und gehe hier hoch, wollte ich sagen. Als er dann sich dazu entschloss, der Schakter gegen die Wand zu rennen. So. Ah ne, ich muss da oben hin, ne? Okay. Hier so? So gar nicht, ne? Wo denn? Ah, okay, jetzt könnte auch sein. Obwohl, ne. Komme ich auch nicht hoch. Gibt es überhaupt einen Weg nach da oben? Auf jeden Fall ist hier der Aussichtspunkt, das steht fest. Okay, egal, nicht so wichtig, wir kümmern uns erstmal um was anderes. Und zwar da vorne können wir noch was falsch halten. Das machen wir doch auch direkt. Und jetzt kümmern wir uns nochmal um den Baum, um die Geschichte hier. Ich weiß es nicht. Schwierig. Kann mich nicht
irgendwie da hochbegeben? Nee. Okay, egal. Dann begeben wir uns mal zum nächsten Missionspunkt zumindest. Wenn ich schon den Aussichtspunkt nicht mitnehmen kann. An der Stelle auch wieder Entschuldigung natürlich. Ein getreuer Gehilfe. Die Feinde des Mentors jagen. Hast du ein Kanu dabei? Oder glaubst du, deine edle Herkunft schützt dich vor den Alligatoren? Nimm besser eins von meinen und lerne schnell, es zu benutzen. Na, wart mal ab. Oh. Schmuggler ist ein hässliches Wort. Sogar Sklaventreiber gelten als Händler. Wieso nennt man mich nicht Königin des Sumpfes, Beschützerin der Unschuldigen, Paddellehrerin und Verteidigerin des Handels? Das wäre zu lang für einen Steckbrief. Sag mir, wann fing euer Ärger mit Macondals Männern an? Zu der Zeit, als der spanische Gouverneur eintraf. Aber das ist bestimmt ein Zufall, ganz sicher. Weiter werden wir auf dem Wasser nicht kommen. Okay. Sie haben ihren Stützpunkt um ein altes Schiffswrack errichtet, nicht weit von hier. Der andere Stützpunkt ist etwas weiter. Dort. Ich sehe mir das mal an. Du spähst voraus. Oui, oui, mon capitaine. Ja. Da haben wir ja die guten alten Tierkämpfe. Gut, dass ich nicht gewettet habe, wer gewinnt. Hätte verloren. Und kaum ein Kratzer an dir. Na, hier ist hübsche Beute. Ein Alligator-Ei. Nimm es. Du hast es verdient. Mhm. Aveline. Eine Frau unter Reptilien. Sind wir das nicht alle? Ue, das ist wahr. Nun gut. Wenn du den Bastard nicht gleich hier aufspießt, treffen wir uns am nächsten Stützpunkt. Okay. Ich will mal ganz kurz gucken. Können wir den Alligator noch... Nein. Okay. Hätte es ja wenigstens mal... Irgendwie, keine Ahnung. Ein Alligator-Portemonnaie draus machen können. Die ach so dolle Madame... Aveline. Warum? Ah, verstehe. Dann ist das keine Option. Und ich falle natürlich wieder rein. Es war wohl doch nichts.
Muss zwar ein paar Mal jetzt rein und raus springen. Das hat jetzt doch besser funktioniert als gedacht. Was ist geschehen? Stopp. Was ist geschehen? Sie entkommt! Wer entkommt? Ich will den da oben vor allen Dingen ausschalten, bloß. Ah, jetzt sehe ich gerade, wo ich dahin herkommen hätte können. Dann mache ich den halt zum letzten. Oder ich komme durch diese Möglichkeit hier noch dazu. Moment. Mal geguckt von da aus. Ich muss tatsächlich hier durchs Wasser schwimmen. Ja, komm. Jetzt mach ich ne. Ach, Gottes Willen. Manchmal. Okay. Hier drüber komme ich dahin. Alles klar. Das war jetzt wieder ein bisschen verhauen, die ganze Geschichte ein bisschen, aber wir haben es noch hingekriegt. Okay, das ging schnell. Warum kann ich mich nicht umgucken? Danke, Spiel. So. Jetzt ihn und die anderen zwei noch plündern. Hä, wo ist denn? Ach, den einen habe ich ja reingezogen, ne? Das war irgendwie weniger talentiert. Einfach zusehen. Mein getreuer Gehilfe, der Tag der heiligen Zeremonie nähert sich. Nur wünschte ich mir mehr Männer, Aveline, die sich uns anschließen. Versammle die Gläubigen und warte auf meinen Befehl. Na gut. Irgendwie habe ich das nicht so ganz raus mit dem Thema über die Bäume hinweg. Und entweder hat Assassin's Creed damals einen Beschwerdebrief von der Agentur PETA gekriegt. Falls ihr euch fragt, wer das ist die Tierschutz machen. Oder man darf einfach allgemein keinen Tier, was hier zu Leide tun momentan. Weil halt keinen Zweck hat. Fand ich aber im anderen Teil ganz praktisch, weil man dann sehr schnell sehr viel Geld hatte. Was natürlich wieder im Endeffekt gleichzeitig heißt, dass man nichts mehr zu tun hatte am Ende. Ach, es beißt sich die. Da beißt die Maus sich keinen Faden ab, könnte man sagen. Es läuft halt einmal aufs selbe hinaus, könnte man sagen auch. So, Moment. Da ist der, wo ich rauf möchte, tatsächlich. So. Aber hier kann ich auch wieder nicht rauf, ne? Ey, irgendwie habe ich so Bäume, die. Vielleicht kann ich da später rauf. Backseat Gaming Bereich, so ein Motto. Das zweite Lager. Jetzt aber erstmal ganz kurz nach der Zeit gucken. Ja, nein, machen wir erstmal nicht. Wir müssen leider Schluss machen. Falls ich, beim nächsten Mal nochmal das erste machen muss, tut mir natürlich leid. Aber ich bin halt auch nicht so, dass ich jetzt
immer über alles Bescheid weiß. Von daher, wir kümmern uns, wie gesagt, im nächsten Part drum. Und von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Stars. Haut rein und ciao.